drei Fragen an. Dig Brave. Bin ich freiwillig gehen nach so ich bin freiwillig gehen nach Kanada, aber ich bin nicht freiwillig bleiben in Kanada. So, ich hatte einen Unfall mit einem Flugzeug. Ich hatte Besuch meiner Mami in ich wollte Besuch meiner Mami für Weihnachten. Dezember 2004 habe ich nach einem großen Konzert in Dortmund Westfalenhalle habe ich gegangen in mein Flugzeug und wollte fliegen nach Kanada mit ein bisschen Stopp hier, ein bisschen Stopp da. Und dann für die letzte Flug, ich habe bin gekommen in einen Sturm und Absturz mit meinem Flugzeug. So, die Blöde an der Geschichte ist, ich habe keine Erinnerung mehr. Ach, jetzt kommt der deutsche Sprache, ist so schwer. Ich habe keine Erinnerung mehr, so ich wusste nicht, ich bin Dick Brave. So, und eine Frau hat mich gefunden, für mein Glück, so sie hat mich geholt aus dem Flugzeug, aber dann, sie hat mich behalten in ihr Haus für 6,5 Jahre oder so. Und sie hat mir nicht erzählt, dass ich bin Dick Brave. So habe ich ein Riesenproblem. Und so habe ich da gelebt, ein bisschen wie ein Hund. Und dann hat zum Glück ein guter Freund, Klaas Häufer Umlauf, sehr schwierig für mich zu sprechen, diese Name. Aber ich versuche sehr viel und sehr oft. Er hat nicht aufgegeben, mich zu suchen vor 6,5 Jahren. Und ist er gegangen nach Kanada und hat mich suchen ganz lange. Und dann hat er mir gefunden bei der Frau in der Hütte und hat mich weggeholt nach Deutschland. So, und jetzt habe ich ein Rock'n'Roll-Therapy gemacht und bin wieder hier. Von Elvis zum Beispiel, Love a Doll, oder von einem Künstler wie Chuck Berry oder Charlie Rich, und das sind alles Original 50 Songs. Und dann haben wir ein bisschen die All-Time-Classics wie Just Can't Get Enough. Da ist auch so, dass ich habe gejammt mit Depeche Mode in den 90ern und sie spielen diese Song nicht mehr und ich habe mich erinnern und dachte, vielleicht ist okay für die, wenn ich mache einen Cover-Song von dem Song. So, weil sie mögen den Song gar nicht mehr und ich finde es so cool und ich habe gedacht, ich muss einen machen. So, und dann habe ich ganz viel hören mit meinen Backbeats. Ich habe gefragt, so, wer ist gerade in Deutschland, wer ist gerade ein Riesen-Hit, und sie haben mir vorgestellt, ganz viele Artists, und ich habe gehört Adele und ich habe gehört Bruno Mars, und die waren die von ganz vielen, wo mir hat am besten gefallen. So habe ich einen Coversong von Just the Way You Are zum Beispiel gemacht. Ja, ich kenne ihn natürlich, weil ich höre fast jeden Tag, dass ich sehe ihn ein bisschen ähnlich. Und ich habe ihn auch schon mal getroffen. Ich habe ganz witzige Geschichte. Ich war mit der kanadischen Armee die erste Mal in Deutschland. Und so habe ich gemacht zwei Jahre ungefähr in einer Stadt called Soest. Und später haben mir Leute sagen, so, das ist die Stadt, wo kommt Sascha her. So, und dann haben sie sagen so, oh, du siehst ihm auch ein bisschen alike und so. Und ich habe gesagt, dann ja, muss ich ihn mal treffen, ob dann irgendwie vielleicht ist cool mit ihm mal treffen. Und habe ein bisschen das Gefühl, er ist ein bisschen Angst vor mir. Weil immer wenn ich komme, dann geht Sascha weg. Ich hatte mal einmal ein Interview mit ihm, also auf ein Sofa. Und ich finde, er ist ein ganz netter Kerl. So, wir haben ungefähr gleiche Alter und wir hatten ein bisschen Spaß. Und aber ich finde, ich sehe schon viel jünger aus wie ihm. Vielleicht muss ich mal machen mit ihm auch ein Rock'n'Roll Therapy.